Tim hier neben mir sieht nicht nur futuristisch aus, er hat auch die Zukunft auf der Nasenspitze. Ja, wir sind hier gerade bei Oppo in Düsseldorf im Headquarter von Deutschland und wir dürfen hier mal die futuristische Oppo Air Glasses ausprobieren. Das ist eine AR-Brille von Oppo, die im Dezember vorgestellt wurde in China und da auch schon verkauft wird. Und wir haben jetzt hier einen ersten Prototypen davon da. Wie fühlt sich das an, so ja, die Zukunft zu tragen? Ich fühle mich schon an wie in der Zukunft. Also hier diese Oppo Air Glasses, ich habe es gerade schon gesehen. Es ist quasi ein Zusatz für die Brille, den man sich, wenn man eine eigene Brille trägt, so wie ich. Also das ist jetzt nicht meine Brille, weil man muss hier so einen wunderbaren Magneten dran machen. Und dann kann man die an jede x-beliebige Brille dran kleben und die erweitert dann quasi den Horizont, könnte man sagen. Genau, das ist ein modulares Gerät, was auf jeden Fall schon mal einer der Vorteile dieser AR-Glas ist. Die wiegt 30 Gramm. Merkst du das irgendwie, dass das jetzt hier zur rechten Seite so ein bisschen Gegengewicht ist? Also ich muss sagen, dass es tatsächlich echt angenehm ist. Also Tom, du darfst gerne auch mal ausprobieren. Und ich muss sagen, man merkt, dass es ein bisschen mehr Gewicht ist auf der einen Seite, aber es geht wirklich gut. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da sehr viel Gewicht auf das Ohr hier drauf drückt, sondern es ist echt in Ordnung und es sieht natürlich auch einfach ziemlich nach Cyberspace aus. Es ist halt nicht so ein Klotz wie andere AR-Brillen, die wir zum Beispiel auch schon im Test hatten. Ja, die Unreal AR-Brille, aber das ist natürlich dann auch nochmal ein ganz anderer Funktionsumfang. Hier sind wir ein bisschen mehr bei den Basics. Das ist halt auch der Vorteil, man kann sie halt dann abnehmen, wenn man sie denn gerade braucht. Wofür braucht man sie denn dann zum Beispiel? Ja, also man kann damit zum Beispiel ganz klassisch sich navigieren lassen. Also man hat da hier ein Display drin. Das ist ein, was für ein Display? Wir haben hier ein einfarbiges Display drin. Das ist so ein Micro Spark LED Projektor, der hier drin ist. Der ist gerade mal so groß wie eine Kaffeebohne, wohl wurde mir gesagt. Und leitet das Bild dann quasi hier nach vorne hin. Man sieht das hier so leicht, dass es schon angedeutet wird. Wir haben jetzt tatsächlich leider ein Gerät bekommen, was so nicht funktioniert. Wie gesagt, in China gibt es die Brille und dort funktioniert sie. Das ist jetzt nur zum Zeigen. Es wird hell, über 1 Million, ich glaube 3 Millionen Nits. Also richtig hell wird das, dass man das halt auch einfach während seines Alltags sehen kann, denn darum geht es. Es ist keine Augmented Reality, sondern eine Assisted Reality. Du hast es gerade schon gesagt, Fahrradfahren, Navigieren ist zum Beispiel ein Grund. Es kann auch als Teleprompter zum Beispiel genutzt werden. Genau, und man kann zum Beispiel auch Nachrichten darauf angezeigt kriegen. Aber ich stelle mir das super vor, hier sind gerade in einem Konferenzraum, wenn man mal ein Meeting hat oder eine Präsentation in der Uni und dann kann man einfach so seine Stichpunkte drauf lesen. Man liest einfach von seinem inneren Auge ab. Das ist ja schon mal super praktisch auf jeden Fall. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wofür ihr diese Funktion nutzen würdet. Um das Ding zu steuern, hat man hier an der Seite so eine Touchbar. Das ist quasi ein berührungsempfindlicher Streifen, mit dem man dann durch das Menü irgendwie scrollen oder navigieren könnte. Sie soll aber auch auf andere Steuerungen, wie zum Beispiel Sprachsteuerung oder ich glaube auch sogar Head-Tracking in irgendeiner Form reagieren können. Das ist natürlich schon ziemlich spannend und ziemlich futuristisch. Ich weiß nicht, ob man dann, wenn man einfach so schüttelt, quasi das nächste Lied zum Beispiel schaffeln könnte. Könnte sein. Also die Möglichkeiten sind da ja schon. Also wir stehen da vor allen Dingen gerade auch erst am Anfang. Also ich bin gespannt, was es da noch für neue Möglichkeiten geben wird in der Zukunft. Klar, man wird erstmal angeguckt, aber wer weiß, wie das in 5 bis 10 Jahren ist. Da ist das wahrscheinlich alles schon normaler. Aber das ist schon wirklich alltagstauglich, würde ich sagen. Damit das so klein ist, muss natürlich auch entsprechende Hardware rein. Wir haben hier einen Qualcomm Snapdragon 4100. Das ist ein ziemlich guter Prozessor, der sonst für Smartwatches, für aktuelle Smartwatches benutzt wird, wie zum Beispiel in der TicWatch Pro ist der drin. Das ist also genügend Power, um halt so ein paar Anwendungen halt auch zu fahren, wie zum Beispiel Navigation oder halt, dass man die Sprachsteuerung überhaupt umsetzen kann. Dazu ist das Ganze natürlich per Akku betrieben und da ist uns aufgefallen, dass Oppo hier auch eine sehr schöne Ladestation gedacht hat. Ja, diese Ladestation hat auch noch mal zusätzlich einen Akku. Hier ist noch mal ein 860 mAh Akku drin und hier kann man die Brille auch beispielsweise, wenn man im Zug sitzt, zum Beispiel könnte man die sich auf seinen Tisch stellen oder im Flugzeug oder so und die Brille hier unterwegs auch noch mal ein paar Kabel nachladen. Ähnlich wie man das beispielsweise auch bei Wireless In-Ear-Kopfhörern machen kann. Das ist nochmal das Brillenetui, das ist dann, kann dann so zusammen hier rein. Dann ist es auch gut verstaut und sicher und schick vor allen Dingen und kann dann so mit in den Rucksack. Das ist auch so ein bisschen der Vorteil, den ich daran sehe. Man braucht es halt nicht die ganze Zeit. Du musst ja nicht 24 Stunden am Tag navigieren. Du musst aber 24 Stunden am Tag sehen, außer beim Schlafen vielleicht. Und dann in den Momenten, wo man es braucht, erweitert man dann einfach seinen Funktionsumfang und kann das dann irgendwie aus dem Rucksack oder aus der Laptoptasche oder vielleicht auch aus der Jackentasche holen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir Brillenträger sind die Gewinner der Zukunft. Schreib mir
mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch nicht als Brillenträger benutzen würdet. Ich fände es auch so interessant, auch wenn ich keine Brille brauche. Vielleicht sind wir mal in ein paar Jahren schon bei den AR-Kontaktlinsen. Wer weiß, wir verlinken euch hier nochmal das Video zu der Nreal AR-Brille. Das nochmal so als Vergleich, den wir bisher getestet haben. Lasst ein Like dafür das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Das war's von uns für heute. Danke an Oppo nochmal an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.